Und zugeschaltet ist mir nun Andrew Dennison, Direktor des Transatlantic Networks. Guten Tag, Herr Dennison. Ja, schönen guten Tag. Das, was wir da gestern in Washington DC erlebt haben, wie ordnen Sie das ein? Das war doch eine Niederlage für Trump, denn wir haben ja gehört, auch liberale und konservative Richter, die haben erhebliche Zweifel an Trumps Verteidigungsstrategie. Ja, man könnte sagen, er hat Glück im Unglück. Unglück, dass er nicht eine vollständige Immunität erwarten kann als Entscheidung von diesen obersten Richter. Denn die Diskussion, die Befragung hat ja gezeigt, dass da schon Skepsis besteht. Aber Glück, weil wie die das jetzt angegangen haben, was genießt oder welche Sachen kann ein Präsident machen und Immunität genießen, welche nicht, deutet darauf hin, dass es wieder zurück zum Gerichtssaal gehen muss. Also, dass Trump glücklich sein kann, dass es vertagt wird, weiter vertagt wird. Und wie wir gehört haben, wenn er selbst Präsident wäre, könnte er sich natürlich begnadigen. Welche Bedeutung hat es aber, dass von den 9 höchsten Richtern der USA ja alleine 3 von Trump in dessen Amtszeit benannt worden sind? Und wir haben ja auch bereits Fälle gehabt, wie zum Beispiel, dass das Supreme Court das Abtreibungsrecht gekippt hat, dass es diesmal offenbar nicht so in seine gewünschte Richtung geht. Ja, also natürlich sind die von ihm ernannt worden, sind konservative Richter. Aber sie sind für ihr ganzes Leben ernannt und ab einem bestimmten Punkt ist oft so, dass Richter dann ihre eigene Instanz, also oberste Gerichtshof, loyal sind und nicht nur irgendwelche politische Persönlichkeiten. Es ist auch so, dass es liegt auf der Hand, wenn Trump Immunität genießt, wenn er die Spielregeln brechen darf, um zu versuchen, eine Wahl zu gewinnen. Ja, warum kann Biden das dann nicht machen? In dem Sinne, da sind schon Sachzwänge, die für mich es sehr schwierig machen, zu erwarten, dass selbst die von Trump ernannten Richter sagen, ja, dieser Präsident genießt Immunität. Kann denn Trump irgendwelches Kapital für seinen Wahlkampf jetzt aus der Verhandlung vor dem Supreme Court schlagen? Das ist die große Frage. Und ich muss sagen, heute wissen wir nicht, ob diese Gerichtssaal jetzt, Hausarrest im Gerichtssaal jetzt in New York und die anderen, die vorstehen, ob die Sachen ihnen helfen oder nicht. Schlagzeilen macht er jeden Tag, kein Zweifel. Wir wissen aber auch, Meinungsumfragen sagen uns seit langer Zeit, wenn er wirklich verurteilt wird, für schuldig gehalten wird, eine schwere Straftat begangen zu haben, dann würden viele, die ihn vielleicht sonst unterstützen würden, ihn nicht unterstützen. Aber heute wissen wir wirklich nicht, ob das ihnen hilft oder nicht. Wenn Sie Trump jetzt die letzten Tage auch vor Gericht in New York gesehen haben, jetzt die Verhandlung vor dem Supreme Court, wenn Sie in sein Gesicht schauen, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, er wirkt angespannt, er wirkt gar nicht mehr so souverän wie vor dem Verhandlungsbeginn. Also das steht doch in sein Gesicht geschrieben, da könnte doch wirklich was kommen. Es ist ein neues Kapitel, denn was Trump da 4 Tage in der Woche im New York erleben muss, das hat er noch nie in seinem Leben erfahren. Denn er muss nicht nur da sitzen und zuhören, wie Leute ihn niedermachen oder im schlechten Licht stellen. Er darf nicht kontern. Und das ist Trumps Leben, das ist sein Sauerstoff, wenn er da die Leute, die ihn kritisieren, dann, wenn er die niedermachen kann, und er kann niedermachen wie kein anderer. Also der ist in eine neue Umgebung. Und ob er das aushalten kann, diese Spießrautenläufer, das steht noch offen. Aber für ihn ist es sicher nicht vorteilhaft. Ich möchte nicht in seinen Platz sein, da tagtäglich zu sitzen und das alles zuzuhören. Andrew Dennison, ich danke Ihnen für Ihre Einordnung für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche mit Ihnen über Donald Trump. Vielleicht dann auch die Entscheidung des Supreme Courts. Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke, gleichfalls. Tschüss.